Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch wieder mal einen sehr, sehr einfachen Solo-Car-Duplication-Glitch zeigen. Ihr braucht auch kein iPhone-Kennzeichen, das heißt, jede Kopie, die ihr erstellt, sind alles saubere Kopien. Ihr braucht auch einfach nur einen Bunker. Im Bunker braucht ihr eine MOC, in der MOC dann auf der dritten Position das Lager für ein persönliches Fahrzeug. Stellt euch dann in die MOC einfach das Spenderfahrzeug rein, im besten Fall ist halt ein Easy Classic voll aufgetunt, weil ihr da im Verkauf halt bis zu 1,8 Millionen für bekommt. Ebenso braucht ihr dann noch eine Autowerkstatt, stellt euch in die Autowerkstatt einfach so viele LEDs rein, so viele Autos, wie ihr euch duplizieren wollt. In welcher Sitzung ihr das macht, das ist völlig egal, ich gehe einfach gerade in eine Einladungssitzung, damit ich einfach nicht gestört werde, während ich den Glitch mache. Ebenso solltet ihr dann ins freie Zielen gehen, damit ihr dann den Job-Teleport-Glitch machen könnt. Dann geht einfach mal ins Interaktionsmenü, dann geht auf Jobs und macht so, dass ihr alle Jobs auf eigene gestellt habt, so dass ihr dann die Jobs auf der Map sehen könnt. Und ja, wenn ihr alle Voraussetzungen erfüllt, dann geht einfach mal in eure MOC rein. Setzt euch in den Easy Classic rein, fahrt einfach einmal aus der MOC raus. Einfach nur aussteigen. So, jetzt gehen wir einmal auf Options, da gehen wir einmal auf die Karte und machen einmal den Job-Teleport und teleportieren für uns einmal in die Nähe von unserer Autowerkstatt. Wir gehen ins Jobmenü einfach rein. So, wenn wir im Jobmenü drin sind, dann gucken wir einmal in unsere Freundesliste und nun joinen wir einfach einen Freund, der in einem Zielmodus drin ist. Deswegen haben wir uns einfach haben wir dann freies Ziel eingestellt. Wir haben einen gefunden, dann einfach der Sitzung beitreten, warten wir, bis die erste Meldung gekommen ist. Ist die erste Meldung da gewesen, Doppel-PSN, denselben Freund nochmal beitreten, die zweite Meldung lehnen wir ab. Und nun begeben wir uns zu unserer Autowerkstatt. Auf jeden Fall dürft ihr kein persönliches Fahrzeug benutzen. Schnappt euch einfach gerade irgendein NPC-Auto und dann begebt euch zur Autowerkstatt. So, einfach aussteigen und in die Autowerkstatt reinlaufen. So, drin angekommen, begeben wir uns einfach zu einem LEG, den wir dann duplizieren wollen. So, wir steigen ein. Dann einmal Steuerkreuz rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Nun müsst ihr einfach irgendwas an dem Fahrzeug ändern, ist ganz egal was. Einfach nur irgendwas ändern, so dass es abspeichert. So, ich habe einfach gerade die Panzerung geändert. Einfach wieder die Werkstatt verlassen. Aussteigen, warten bis der gelbe Ladekreis wieder verschwindet. Dann gehen wir wieder auf die Karte. Und nun teleportieren wir uns zu unserem Bunker hin. So, um eins einfach den Job in der Nähe aus. Mit Viereck X bestätigen. So, sind wir im Jobmenü angekommen, wieder doppelt PSN. Dann können wir denselben Freund wieder beitreten. Wir warten, bis die älteste Meldung gekommen ist. So, die erste Meldung ist da. Nochmal doppelt PSN, denselben Freund nochmal beitreten. Die zweite Meldung nehmen wir ab. Und nun begeben wir uns wieder in unseren Bunker.
Und wenn jetzt das der Easy Classic im Bunker drin steht, dann hat der Glitch auf jeden Fall geklappt, so wie bei mir jetzt. Das heißt, die Kopie, die steht jetzt in der Autowerkstatt. Wir werden es jetzt einmal sehen, wenn wir Steuerkreuz nach rechts drücken. Fahrzeugschlagabmeldung voll, obwohl die MOC eigentlich leer ist. Die nehmen wir einfach an, fahren in unsere MOC rein. Und nun steht die Kopie in der Autowerkstatt. Und ich kann es euch noch einmal demonstrieren. Wir machen einfach mal schnell noch eine Kopie. So, wir gehen einfach wieder in unsere MOC rein. Einfach einsteigen, dann wieder rausfahren. So, aussteigen. Dann gehen wir wieder auf die Map und nun teleportieren wir uns wieder zu unserer Autowerkstatt. Einfach einen Job in der Nähe aussuchen, mit Viereck X bestätigen. Warten, bis sie wieder im Jobmenü geladen sind. So, dann Doppel-PSN, können wir denselben Freund wieder beitreten, da er im anderen Zielmodus drin ist. Wir warten, bis die erste Meldung gekommen ist. Ist er da? Einfach nochmal Doppel-PSN drücken. Den Freund dann nochmal beitreten. Die zweite Meldung lehnen wir ab. So, nun schnappen wir uns wieder ein Straßenfahrzeug und begeben uns wieder zur Autowerkstatt. So, dort angekommen, einfach aussteigen, wieder reinlaufen. So, drin angekommen, seht ihr schon, die erste Kopie von eben, die steht schon hier drin, die wir eben gerade gemacht haben. Ich mache jetzt aber gerade noch eine Kopie. Ich nehme einfach jetzt ein Auto, was ich nicht mehr benötige. Fahre einfach in die Autowerkstatt rein. So, Panzerung einfach wieder ändern, so dass es wieder abspeichert. Aus der Fahrzeugwerkstatt wieder rausfahren. So, einmal aussteigen, dann gehen wir wieder auf die Map und teleportieren wir uns wieder zu unserem Bunker. So, wieder angekommen, Doppel-PSN, können wir denselben Freund wieder beitreten. Warten wieder, bis die erste Meldung gekommen ist. Die erste Meldung gekommen, Doppel-PSN, denselben Freund nochmal beitreten. Kreis. So, ganz schnell wieder in den Bunker laufen. Also optional, wenn ihr jetzt keinen Freund habt, den ihr beitreten könnt im anderen Zielmodus, dann könnt ihr es auch einfach mit einem CEO-Buzzard oder sowas machen. Das geht auch. Ihr dürft nur kein persönliches Fahrzeug benutzen. Ich mache einfach den Job-Teleport, weil es da einfach immer schneller mitgeht. Wenn ihr aber keine Möglichkeit habt, dann könnt ihr auch einfach einen CEO-Buzzard oder sowas benutzen. So, sind wir wieder dort angekommen. Dann steigen wir einfach in den Easy Classic ein. Fahren wieder zur MOC, Steuerkreuz nach rechts. Nehmen die Fahrzeuglager-Vollmeldung an. Und schon haben wir die zweite Kopie erstellt. Unten rechts haben wir den Ladevorgang, jetzt die Ladeschnecke, ist auf jeden Fall perfekt. Und ja, so könnt ihr jetzt Kopie für Kopie machen.
Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.